Die genaue Zeit? Es ist 9 Uhr. Hier ist wieder R2 mit den Nachrichten. Köln. In den frühen Morgenstunden explodierten 2 Atombomben in der Innenstadt. Marvin von der Kampagne Büchel ist überall, atomwaffenfrei jetzt. Wir sind hier heute in Köln und haben eine Aktion gemacht. Mit dabei waren ungefähr 20 junge Aktivistinnen und Aktivisten. Wir haben einen Umzug gemacht durch die Kölner Innenstadt hin zum Hiroshima-Nagasaki-Park. Und wir waren kostümiert in gelben Strahlenschutzanzügen, hatten Gasmasken auf, teilweise hatten wir Geigerzähler mit, wo wir die Strahlung gemessen haben, und mit dabei hatten wir auch das Modell einer B-61 Atomwaffe. Das ist die Atomwaffe, die auch in Büchel in der Eifel gelagert ist. Auf dem Weg hierhin ist uns leider die Atomwaffe havariert. Zum Glück war unsere Atomwaffe nur aus Styropor, denn wenn das eine richtige B-61-12 gewesen wäre, würde es in Köln bei einer Explosion bis zu 200.000 Tote geben. Das ist Grund genug für uns zu fordern, dass sich Deutschland für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen sollte. Es gibt jetzt eine sehr gute Gelegenheit dafür. Im vergangenen Monat haben 120 Staaten einen Vertrag ausgehandelt über ein Verbot von Atomwaffen. Deutschland hat diese Verhandlungen aber leider boykottiert. Und wir fordern die Bundesregierung auf, die ja immer bekundet, dass sie für eine atomwaffenfreie Welt einsteht, dass sie diesen Vertrag unterzeichnen muss, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren. Aus diesem Grund sind wir auch dafür, dass die in Büchel stationierten Atomwaffen abgezogen werden. Weitere Infos zu der Kampagne Büchel ist überall atomwaffenfrei jetzt gibt es unter www.atomwaffenfrei.de. Entschuldigung. In den frühen Morgenstunden explodierten 2 Autobomben in der Innenstadt. Menschen wurden dabei nicht verletzt.